È una domanda difficilissima. But categoric. I mean, you know, silence could be very powerful. And softness could be very powerful. I saw some Russian cities, for instance, Moscow, where I had for the first time the feeling of the city of power. Appunto, la parola che ti ho detto spesso in questa nostra chiacchierata, la libertà, era possibile. Ed è possibile. Es ist auch ein Erschrecken vor sich selber. Was ist hier in den letzten 100 Jahren passiert? Was ist in dieser Stadt alles möglich gewesen? Welche Verbrechensplanungen, welche Zerwürfnisse? Mein Problem waren nicht die muslimischen Männer in meiner Familie. Mein Problem waren immer die christlichen Männer. Die Ehemänner von den Feministinnen. Die waren nämlich mein Professor, mein Vermieter, mein Arbeitgeber, mein Lehrer. Da sitzen ja keine Muslime, die mich unterdrücken. I think I'm a feminist with small f. Die Vorstellung von der Stadt oder auch von dem Leben ist viel größer als das, was in der Realität geschaffen werden kann. So war unsere Denkart, weil wir es einfach noch nie gesehen haben. In 2 years my window view changed. I have a big skyscraper in front of the window. Das ist das eigentlich das Grundgefühl, das ich hier habe. Ich gehe hier weg und darum kann ich glaube so gut wieder zurückkommen. Weil ich nicht das Gefühl habe, wenn ich zurückkomme, bleibe ich dann jetzt einfach hier. So. Und trotzdem kriegt man diese Stadt nicht ordentlich. Roma appartiene secondo me a chi ha abbastanza pazienza da saperci vivere pazienza e tolleranza verso la diversità. Das hört sich sehr, sag ich mal, hier so an, ja, Kampf. Aber ich denke, du weißt, was ich meine, ja? Sich da für die gleiche Rechte einzusetzen und solche Dinge zum Beispiel. Aber ich denke, wenn ich dann in Berufsausbildung angefangen hätte oder studiert hätte und so, dann wäre ich natürlich schon sehr schnell an die Grenzen des Systems gestoßen. Dass man überall wirklich engagierten und hochqualifizierten Berufsfrauen begegnet, das ist heute schon eine Selbstverständlichkeit. Und eine, die mich jedes Mal eigentlich freut und mit ein bisschen Stolz erfüllt. Also Frau sein einfach ganz anders zu füllen. Ganz anderen Vorstellungen zu füllen, auch abwegige Ideen zuzulassen. Um diese Unsicherheiten einfach mal zugeben und der Angst ins Gesicht zu gucken und zu sagen, ja, wir haben Angst. Ich glaube, das könnte sehr viel produktiver sein, als immer zu tun, ach, Berlin kriegt das schon hin. When Pope John Paul II died, I held a lottery to see who would be the next pope, so everybody gave me €5, and I had people vote on who the next pope would be, so that was political, I guess. And then I gave the winner all the money. The winner was me, but I kept the money. And I had a party for everybody. So everybody got their money back.